One? It's my whole party, hä? Ich weiß auch nicht, was der Mann uns damit sagen möchte. Once vielleicht. Ne, dann passt auf an mich. Spell Reflect. Gut. Bin tot. Ach ja, man muss nach unten steuern, damit man nicht so weit fällt oder so. Ne, damit man, glaube ich, in diesen Dingern nicht drin ist. Ah. Warte, ich kann euch vielleicht alle wiederbeleben. Schneller als der Turm, ne? Ich glaube, es ist okay. Manchmal stirbt man einfach. Da gönne ich mir doch ein Räucherstäbchen. Meinen eigenen Tod zu betrauern. Vielleicht kann ich diese schamanische Energie zum Leben erwecken. Welche? Die da ist Räucherstäbchen. Das stimmt nicht. Das ist chinesische Räucherstäbchen. Der zerstört nur. Ja. Zum Beispiel das Gehirn. Ist überhaupt was gedroppt, Samen? Ja, ich mach mal auf. Wow, epic. Cooler Stab. Sieht auch cool aus, halt so hochelfisch, ne? Ja. Also von der Stärke von Burning Crusade Epics hat man nicht so wirklich was mitgekriegt. Das finde ich voll schade, jetzt wo ich das nochmal alles so sehe. Ja, das ist richtig. Die Heroics fangen jetzt auch erst an. Ja. Lohnt sich natürlich nicht für uns besonders. Kann man da überall nicht rein. Genau, man müsste dann erst noch überall die Quests weitermachen, um da den Ruf zu kriegen. Aber wir haben jetzt Terrasse der Magister geschafft. Nicht weil die Inni so schwer ist, sondern weil es so schwer ist, Leute dafür zu kriegen. Und die Inni schwer ist. Okay, und die Inni ist schwer. Die Inni schwer ist gewinnen. Irgendeine Frau hat gerade vor meinem Fenster gekreischt. Ich hab's gehört, was ist da los? Ich glaube, es sind Fans. Hebrüß wäre. Ich bin mit oben ohne. Wir haben ihn gefunden. Ich hab ihn gefunden. Weil er durch jedes Fenster geguckt hat. Wir müssen Heiger den Schrecken nicht töten, bevor es jemand anderes tut. Bist du?
klar. Ich bin bei ihm. Also zumindest war der eben hier. Dann habe ich ihn getötet, aber es hat nicht. Das hat gezählt für mich. Lade mich nochmal ein. Oh, ich habe ihn getötet. Awesome. Dass man immer echt nur ein Quest oder so kriegt. Sei froh, dass dafür nicht so weit weg ist, bis jetzt. Ich kann einfach nicht auf meinen greifen. So, was nehme ich jetzt? Wollen wir mal Battleground testen? Testen? Ja, wie es jetzt so ist, ob wir da gleich gematcht werden. Wir werden gematcht. Ob wir gematcht werden, weiß ich nicht. Aber gematcht. Denn Burning Crusade Schlachtfelder, nee, Ways of the Lich King Schlachtfelder zeichnen sich dadurch aus, dass verdammt viele Spieler voll Burning Crusade PvP Set haben. Ja. Okay, wollen wir hier zu Kakuzon? Koda, ich weiß nicht. Ich muss noch irgendeinen Mob töten, scheinbar. Für welches Quest? Für gar keinen Quest, Koda. Ich bin immer noch in so einem blöden Kampf. Ich habe ein Geisterschiff gefunden. Ja, yeah, Newsflash. Oh, you guys. Ich bin ein Geisterpirat. So, Jungs, hier seht ihr mal die boreanische Tundra. Hier finden sich noch die Dampfrülpser der Gorlok in ihrer natürlichen Lebensumgebung. Diese possierlichen Tierchen. Hast du das auswendig gelernt? Sind sonst überall vom Aussterben bedroht. Holy shit! Zu Recht hat er nach dir geschnappt. Wäre ich so ein Tier, was vom Aussterben bedroht wäre, hätte ich keinen Bock, wenn einmal am Tag so ein Irrer mit dem Greif über mich rüberfliegen würde, um mir das nochmal zu sagen. Ich wäre so dermaßen pisst. Aber daran denken solche Leute ja nie. Solche Leute, das gibt's. Denn die sich wirklich um solche Tiere Gedanken machen, sind die Seltener in Afrika, ja, die eine Miliz hochziehen, nur um die Flora und Fauna in einem bestimmten Gebiet zu schützen, vor Wilderern. Ja. Da wird wild geschossen mit AKs und holy shit. British Special Forces sind da übrigens unterwegs. Ja. Oh, eine schöne Schildkröte, Scooby. Aber sieht man heute nur noch im Zoo. Delicious Schildkröte? Cool, oder? Und damit können wir im Prinzip dann fahren. Naja, oder? Ja. Gute Nacht, Cola. Gönn dein Gehirn eine Auszeit. Ist okay. Wie machen wir es am besten für, wie heißt das andere Gebiet? Heulende Fjord. Ja, um dahin zu kommen. Um dahin zu kommen? Ist ja kein Schiff, was es einfach dahin bringt? Ja, die Schildkröte. Aber vielleicht wollen die Leute ja auch sehen, wie es von vorne aussieht. Ja, und da gibt es auch ein Schiff, was es. Also nehmen wir nun das Schiff oder die Schildkröte? Das Schiff? Das Schiff. Also wenn ich eine Schildkröte sehe, eine abgefuckte alte Schildkröte und einen Kraken, gepanzerten Kraken der Allianz, na, ich nehme das Schiff. Wo ist denn hier ein gepanzerter Kraken der Allianz? Das Schiff ist ein gepanzerter Kraken. Das stimmt doch nicht. Das heißt so. Wo? Frag mal den Dogmeister im Stormwind, der sagt dir das. Ich dachte, in Katar ist der gepanzerte Kraken. Ne, in Katar ist nur der Kraken. Na, die haben doch so ein U-Boot, was wie ein Kraken ist.
Nein, es ist ein U-Boot. Mehr nicht. Nee, es hat so Flossen wie ein Kraken. Kraken haben keine Flossen. Es hat aber so Arme. Was mich freut, das ist das Einzige, worauf ich mich wirklich freue, ist das Cutter-Hinleitungsquest nach Vashir für Allianz. Das stimmt. Da würde ich auch mal gerne sehen, was da eigentlich passiert ist. Ob da dasselbe passiert, was anderes. Ich glaube, jetzt passiert was anderes. Wir erinnern uns, die Horde wollte ja auf dem Schiff, um Stormwind tatsächlich zu raiden. Ach, jetzt merke ich auch, wir kommen ja gar nicht hin nach Ashara, um da die Hinleitungsquest zu machen. Wir sind die fucking Allianz. Ich muss gestehen, da habe ich auch nicht dran gedacht, als sie das so erwähnt hat. Nein! Aber das in Ashara kennen wir schon, das heißt, uns erwartet jetzt für etwas anderes Awesome-mäßiges. Ich sage nicht Awesome-mäßigeres, sondern was anderes Awesome-mäßiges. Ja? Du nimmst das Quest hier mit an. Oder ich fliege. Ich kann doch auch nicht mehr machen als fliegen. Wie geil ist denn eigentlich, findet das Phylakterium? Das ist doch wie in Dragon Age. Das stimmt. Was war früher da, frage ich mich jetzt gerade. Wir würden euch gerne auch ein Dragon Age Playthrough zeigen, aber es hat einfach keinen Koop. Ja, wir machen ja nur Koop-Spiele. Ja. Aber da könnt ihr euch noch ganz schön was gefasst machen. Es gibt noch genug Spiele, die sowas haben, das stimmt. Ja. Und wenn wir die alle durch haben, dann kommen auch schon wieder neue. Da kann man sich drauf verlassen. So, irgendwie müsste das doch hier jetzt sein. Gefrorenes Phylakterium. Ja, haben wir echt Schrein jetzt. Ich kacke ab. Ich hab's gefunden. Holy shit. Nein. Oh Gott, warum sind hier so viele Skelette? Das sind ja trunkene Wächter. Okay, das Vieh hat's. Ich finde es ziemlich cool, dass man hier so einen kleinen Eisteich hat und eine Hütte. Okay, die Hütte finde ich nicht so cool, aber den Eisteich. Was für eine Kacke, der erinnert mich an den Einsiedler im ja. Dämmerwald. Ist wahrscheinlich das gleiche Modell. Gleiche Modell, nicht? Ja. Da war schon richtig von dir wahrscheinlich. Aber es hört sich an wie ein Modell aus dem IKEA-Katalog. Ich wollte auch erst Englisch aussprechen, aber dann wäre es noch crappier geworden. Dann hättest du erst recht geflamed. Wo bist du? Und sag mir jetzt nicht im Battleground. Nee, warum bist du da? Ah, da. Nee, ist okay. Außerdem, wäre es vom IKEA-Katalog, könnte man so einen Tooltip mit dem Namen des Modells rauskriegen. Ja. Irgendwie Kalle oder so. Kalle Eisbein. Was ist denn das denn? Hier, die müssen wir tönen. So. Ich fliege für sowas immer gern hinter die Mauern, aber Koja geht da lieber kein Risiko an. Wenn es Türen gibt, dann benutze die auch. It's an MMORPG. Und ich hab teuer Geld bezahlt.